Schmeckt euch die Minze auch so sehr wie mir? Dann stelle ich euch heute einige Artensorten vor von der Minze, denn davon gibt es ja wirklich viele. Und herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Erdgeflüster. Ich setze meine Minzen generell in Töpfe, denn sie neigt sehr zum Wuchern. Sie macht ja so Wurzelausläufer und die können schon einmal den Garten sehr durchwandern. Und deswegen pflanze ich sie sehr gerne in Töpfe. Und das funktioniert auch hervorragend. Schaut einmal, hier habe ich ganz viele verschiedene Minzen für euch zusammengetragen. Und jede schaut von den Blättern anders aus, von der Wuchsform und jede duftet anders. Jetzt lese ich euch gleich einmal vor, wie die einzelnen Minzen heißen und was sie alles können. Denn auf dem Zettel steht es so lieb oben, besser könnte ich es gar nicht sagen. Hier zum Beispiel haben wir eine hohe Minze, das ist die Ricola-Minze. Sie riecht nach dem Schweizer Kräuterbonbon und das Aroma ist sehr kräftig. Und man verwendet sie für einen wohltuenden Tee und die Insektenwelt liebt diese Pflanze. Sie wird relativ hoch. Hier haben wir die Thai-Minze. Sie ist für die exotisch würzige Thai-Küche bestimmt. Ihr Aroma ist frisch und fruchtig mit wenig Menthol. Und sie harmoniert sehr gut mit Kokosmilch. Das hier ist die Birnenminze. Die Birnenminze duftet leicht nach frischen, süßen, reifen Birnen. Sie ist sehr robust, stark aufrecht wachsend und die Sorte mit zart lilafarbenen Blüten. Hier haben wir die Orangenminze. Sie hat ein fruchtig frisches Orangenaroma und sie ist eine sehr beliebte Sorte. Diese Sorte ist schon beim Angreifen ganz anders wie die anderen. Die ist richtig so samtig, richtig herrlich zum Angreifen. Das ist die Bananen-Zitrusminze. Das frische Zitrusaroma bekommt durch das vollmundige Bananenbouquet die perfekte Abrundung. Eine ideale Sorte für Süßspeisen, Salate und Tee. Hier haben wir die Mojito-Minze. Die kennt vielleicht eh jeder. Sie stammt aus Kuba und sie wird aufgrund ihres geringen Mentholgehalts für den Mojito, Hemingways Lieblingsdrink, verwendet. Weiße Blüten, sonnig bis halbschattig. Und sie wird als Tee-, Duft-, Gewürz- und Kübelpflanze kultiviert. Hier haben wir die Grapefruit-Minze. Sie bildet nicht so viele Ausläufer wie die anderen, hat einen kompakten Wuchs und der verblüffend echte Grapefruit-Duft ist betörend. Schauen wir gleich einmal, ob das stimmt. Wow! Richtig gut! Ja, das stimmt. Vollkommen. Es gibt kaum eine Minze, die sich im Frühjahr so spät aus der Erde traut und erst im Spätsommer blüht. Diese Minze fällt schon durch die gelbe Farbe auf. Das ist die Ingwerminze. Bei diesem Kraut überwiegt der Geschmack der Minze, während die Ingwernote unaufdringlich im Hintergrund bleibt. Sie ist sehr beliebt als Tee und für eisgekühlte Getränke. Und hier haben wir die Erdbeerminze, die hat ganz so liebliche Blättchen. Es ist eine zierliche, schöne Duftminze für Tee und Süßspeisen und es ist ein flacher, halbhängender Wuchs. Das ist auch gut zu wissen. Und die letzte, das ist die Johannisbeerminze. Sie hat ein gutes, kräftiges Pfefferminzaroma mit einem Hauch von schwarzen Johannisbeeren. Eine hervorragende Minzesorte als Tee oder auch zum Kochen und für Desserts. Toll für die Insekten- und Bienenwelt. Ja, das waren jetzt einige Minzen und ich finde, es sind wirklich interessante Sorten dabei. Die Minzen lieben es eher feuchter, also nicht zu trocken. Und wenn ihr die Minzen in Töpfe pflanzt, dann wählt bitte einen halbschattigeren Platz aus. Der bekommt ihn dann besser wie die pralle Sonne. Ja, und jetzt werden wir gleich einmal die Minzen eintopfen.
Ich verwende die Bio-Blumenerde, die passt hervorragend für die Minzen, denn die Minzen brauchen eh ein bisschen eine bessere Erde. Ich habe vor einem Jahr das große Herz geschenkt bekommen und wusste nicht, was ich damit anfangen soll, aber jetzt weiß ich's. Ich mache daraus einen Minzherzgarten oder einen Herzminzgarten, wie man will. Ich stelle jetzt hier die Töpfe hinauf und dekoriere sie ein bisschen. Und das ganze Gestell stelle ich dann ein bisschen in den Halbschatten. Und dann gedeihen die Minzen prächtig. Für die zwei Minzen habe ich leider keinen Platz mehr, denn das Herz ist jetzt voll. Vielleicht erweitere ich noch ein bisschen die Bretter, ich weiß es nicht, damit noch ein Töpfchen Platz hat. Wenn ihr jetzt die Minzen erntet, dann haben sie den besten Geschmack, wenn ihr sie kurz vor der Blüte erntet. Da könnt ihr sie bodennah abschneiden und sie treibt wieder frisch durch. Dann könnt ihr die Minze trocknen, das funktioniert hervorragend. Oder ihr verwendet immer die Triebspitzen, knipst es einfach hier ab und gebt es in die Getränke, Süßspeisen oder wo ihr eben die Minze braucht. Und dann wächst sie eh wieder weiter und treibt wieder durch. Und die Minze blüht von Juni bis September. Wenn ihr sie ganz abschneidet, dann braucht es eben länger, bis sie wieder blüht. Dann blüht sie erst Ende August, ja, bis in den September hinein. Diese Töpfe werden jetzt bei mir noch gemulcht mit der Biofaser, dann brauche ich nicht so viel gießen. Und bitte darauf achten, Staunässe mögen sie nicht, aber feucht, aber nicht pitschnass. Und Dünger brauchen sie auch keinen. Also ich dünge meine Minzen nicht. Ich habe schon einen Topf, der ist 5 Jahre alt mit der Minze und habe es noch kein einziges Mal gedüngt und sie wächst immer wieder drauf los. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich dieses Minzherz entwickelt. Ah ja, genau, und die Minzen, die sind winterhart. Also man kann sie im Freien lassen. Nur da stelle ich sie ein bisschen geschützter auf, aber das reicht vollkommen. Und wenn ihr die Minzen im Garten einpflanzt, dann bitte denkt daran, dass sie viele Wurzelausläufe machen und sie überall herauskommen kann. Also da müsst ihr irgendwie eine Wurzelsperre machen oder einen Topf eingraben. Das geht auch. Und im Gartenbeet liebt die Minze die volle Sonne auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.